Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Wir haben beim letzten Mal geschmiedet. Und mir ist gerade eine Sache eingefallen. Ich wollte vorhin beim letzten Mal Äxte mitnehmen. Ich kann doch gerade einfach welche kaufen, bis wir welche schmieden können. Wenn die überhaupt fliegende Äxte haben, ne? Das ist ein anderer Punkt. Ja, hier hätten wir einmal die hier. Bodkin Arrows können wir dann auch rüberschmeißen. Wir bekommen auch ein bisschen Geld dafür zurück. Sehr schön. Ja, weil das Ziel war ja jetzt eigentlich auch mal einerseits zu heiraten und andererseits Truppen aufzumischen hier unterwegs. Das wäre jetzt so mein nächstes Ziel, dass wir mal gucken, dass wir hier ein paar Trüppchen auflösen. Ah, und ich muss natürlich fragen wegen Verheiraten. Wir gucken mal eine Sache nach. Minor Clans. Okay, das sind halt dann nur die... Okay, das sind solche Clans. Okay, wir werden uns einfach mal rum... Wir werden einfach mal rumfragen, wie das denn so aussieht. Oh... Ja, das wird jetzt lustig. Wir sind ja in einer fetten Schlacht jetzt. So. Ich hab auch mein... Nur drei Stück, egal. So, woher kommen sie denn? Die kommen von da hinten. Wir versuchen uns hier hinzustellen. Onward! Archers, listen up! Footmen, here, move! Follow me! Komm mit mir. Footmen, make the shield! Auf geht's. Wir holen sie uns. Wo sind die Leute? Dafür sind wir hier. Alter, das Ding haut schon fett drauf. Oh fuck, ich bin down. Okay, die Leute hauen ab. Och nö, jetzt wurden wir noch defeated. So nicht dein Ernst. Dabei hatte ich so eine geile Truppe gehabt. So ein Mist, was haben wir denn noch über? Ja gut, die haben uns hier natürlich unser Zeug weggenommen. Och nö. Naja gut, okay. Selber schuld. Ich bin reingestürmt. Aber da merkt man halt auch das Problem, wenn man gegen Bogenschützen kämpft. Wir müssen uns überlegen, dass wir zumindest ein Zweihänder zum Beispiel haben. Und dann vielleicht irgendwie noch ein Einhandschwert oder so. Ich habe zum Beispiel meine Wurfäxte gar nicht verwendet, merke ich gerade. Ich bin so dumm. Habe ich eigentlich hier ein paar Level gemacht? Ich hoffe mal. Habe jetzt nicht so drauf geachtet. Also Merke, Schilde sind wichtig. Gerade hier in so einem Kampf. War wirklich auch mein Leichtsinn gerade. So ärgerlich. So leichtsinnig war ich lange nicht mehr. Ich hoffe, mich kriegen keine Leute, ne? Wollte ich einmal in Ruhe was trinken. Okay. Also wie gesagt, um dieses Zeug, da mache ich mir jetzt mal nicht so viel Sorge hier. Ist halt ärgerlich um das Hardwood, aber das, was weg ist, ist halt weg jetzt. Mich ärgert es am meisten um die Truppen, weil wir eigentlich ziemlich geile Truppen hatten.
Aber selbst die haben uns dann am Ende nicht mehr aushelfen können. Ich überlege, ob ich mir noch eine nehme. Ich meine, ich kann ja immer umsatteln zum Schwert, während ich reinrenne und so. Also das geht schon. Dann habe ich halt zweimal dieses Francesca. Also zweimal drei Äxte, die fliegen können. So, dann gehen wir mal runter nach Onyra and so on. Soli. Oh, wir haben nichts zu essen. Shitty. Ich recruite die ganze Zeit Truppen, aber hab nichts zu essen, ne? So. Das macht's gleich besser. So, wir wollten auch noch heiraten. Das war halt auch noch so eine Sache, die auf der Agenda stand. Was nehme ich ein bisschen Essen mit? Muss ja nicht so viel sein. Wobei ich hier ein paar Sumpter Horses mitnehmen würde. Alter, das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Weil es eigentlich so gut lief. Muss man halt alle Truppen neu ausbilden und sowas, ne? Das ist halt so mega ärgerlich. Hier haben wir auch noch ein paar Truppen, die wir mitnehmen können. Also viel können wir ja nicht mitnehmen. Aber ein bisschen nehmen wir mit. Hardwood nehmen wir mit. Bum. Und die Pugios. Wir könnten theoretisch jetzt hier erstmal ein bisschen abwarten und schmieden. Wir bräuchten vielleicht so ein, zwei Waffen, um in Syronea vielleicht ein bisschen Geld zu machen. Auch wenn wir schon genug haben, aber ihr wisst, was ich meine. Erstmal Charcoal herstellen. Und dann diese ganzen Dinger da. Nee. Falsch. Da. So. Aber wenn man diese Pugios nimmt, dann hat man eh genug. Also, das hat jetzt nicht so weh getan, dass die Sachen weg sind. Glücklicherweise. Von daher, darüber kann ich mich jetzt nicht beklagen. So. Vielleicht ein bisschen um das Hardwood, was jetzt irgendwo schwierig zu bekommen ist, aber ansonsten geht das. Steppenpferde. Können die ein bisschen mehr mitnehmen? Ne, die bringen nicht so viel. Die auch nicht. Okay. Schade. Hätte ich auch gerne was mitgenommen. So. Dann haben wir das hier. Und jetzt stellen wir einen der Schwerter her. So. Und die können wir hier verkaufen. Eines davon. Haben wir ziemlich viel Kohlen zusammen. Ganz kurz. Gut. Die sind eigentlich sehr ähnlich. Also das Schwert gefällt mir schon. Damit kann man was machen. Okay. Da haben wir wieder 347.000
Sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ich will ja hier und da eigentlich noch heiraten. Ich weiß nur nicht, mit welchem Königreich. Mit Batanien vielleicht sogar. Da ist nix. Hey, ihr könnt meine Waffe verkaufen. Ich kaufe euch eure Pugios ab. Ich bin nämlich der beste Schmied dieser Welt, gefühlt. Und bin mittlerweile stinkereich. So. Shop können wir dann vielleicht auch in Batanien eröffnen, wer weiß. Wäre gar nicht mal so schlecht. Vielleicht haben wir dadurch auch nochmal ein paar Möglichkeiten. Ihr habt keine Pugios, aber ihr habt Geld. Aber auch nicht so viel. Ja gut, ich war ja jetzt hier erst vor kurzem. Dann ab nach Saneopa. 402.000. Leute. Das haben wir beim letzten Mal tatsächlich, wenn wir das hinbekommen haben, nur gegen Ende hinbekommen. Also von daher ist schon heftig. Das muss man halt einfach sagen, das ist schon heavy. Recruit Troops brauche ich nicht, aber Train. Aber ihr habt wieder Geld. Dann können wir wieder handeln. Zack. 460k. Ja! So muss es laufen, Leute. So habe ich mir das vorgestellt. Dann ab nach Epicrotea. Hat sich hier irgendwas Großartiges schon getan? Sieht jetzt noch nicht so aus. Noch hat sich die Welt nicht arg verschoben oder sogar gar nicht verschoben. Also von daher. Alle Dude. Na, zwei Pugios. Aber dafür jede Menge Kohlen. Und ein bisschen Hardwood. Jo, halbe Mille ist da. Jetzt können wir auch sicherlich ganz, ganz safe heiraten. Mit irgendeiner batanischen Familie. Wäre mein Vorschlag. Lass uns mal hier ein bisschen fighten. Weil wir das eigentlich in letzter Zeit so gar nicht mehr gemacht haben. So. Attack. Los geht's! Jetzt aber! Voll auf die 12. Infantry! Move out! Infantry! On me! Kann ich? Jawohl. Ah, sehr geil. Das ist natürlich noch besser. Und dann kann ich wechseln. Perfekt. Arrow! Get moving! Da hinten kommen sie. Footman, here! Get moving! Move! Seid ihr da? Leute, keine Angst. Bats! Nicht getroffen. Okay, die Dinger kann ich noch nicht werfen, den muss ich noch ein bisschen üben. Alter, 5 Typen hingerichtet. Endurance haben wir bekommen, werfen und Zweihand. Aber gerade Zweihand. Wir brauchen eine starke Eingreiftruppe, merkt man. So, Trained Infantryman. Das ist schon sehr sexy. Ich nehme nur das mit und das mit. Die Ausrüstung. Rüstung etc. braucht man ja so nicht. Jetzt gibt's auf den Sack, Kollege. Oh ja. Soldiers! Und wir rennen natürlich wieder mit. Footmen! St-
Stick to me! Bowman! Forward! Move! Get moving! So, wieder. So macht Sinn. Ich hätte gerne mehrere extra auf einmal anstatt nur drei. Seid ihr bei mir? Ja. Archer, move! Move, move out! Onward! So. Lass sie werfen. Lass uns töten. Oi. Nicht getroffen. Sehr schön. Sehr schön. So muss es laufen. Oh, wir haben ein bisschen Butter bekommen. So. Gut, die zwei, die sind uns jetzt auch egal. Je größer die gegnerische Truppe, desto besser wird es sein. 8 Looter, naja. Naja. Dann können wir natürlich prügeln, aber naja. So. Go to the keep. Natürlich bezahlen wir das Geld. Fennigan. I'm Arthur. And who are you? Von Penrake. Proposal. I'm listening. Ich könnte ihm Geld geben. Der hat ja schon kein Geld mehr. Fennigan kann mir nicht helfen. Wie ist mit ihr? Okay. Sie ist 27. Gehört zu Fen Uvrain, also einer kleinen. Zum Melidir. Oh yes, we are considering offers. Use someone in mind. My hands. From time to time und so weiter. Okay. Ihr wisst ja, wie schwierig das manchmal ist. Ich speichere das lieber. Bevor wir hier irgendwas machen. Enter this keep. There we are. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Also Step 1 sollten wir haben. I see as a fair amount. Perhaps we can talk when we meet again. So, jetzt müssen wir nur uns ihren Namen merken, sonst wird's ein bisschen doof. Hoppla. So, dann haben wir Nummer 1 schon mal geschafft. Ich habe ja eigentlich viele nicht-bartanische Truppen. Oh, shit. Okay. Es kommt der Tag, an dem wir kämpfen müssen. So. Wir sind gemeinsam. Warriors! On me! Arrows! Move out! Wir werden es schaffen. So. Ich komme da. Und wir machen folgendes. Form a square. Wir machen Square. Soldiers! Move! Okay. Nimm das! Batsala! Legt euch nie mit mir an! Bin doch nicht dumm! Was? Die sind. So! So! Komm her!
Ich lasse mich nicht von euch verarschen. Ich mache den Unterschied. Alter, what the fuck? Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Oh shit. Aber ein paar habe ich. Komm her. Alter, ich bin der Einzige, der überlebt hat. Alter, okay, gut, 10 haben noch mit mir überlebt. Aber, Alter, haben wir die aufgerieben. Uiuiuiui. Das hat denen wehgetan, denke ich. So, wir holen uns erstmal eine fette Truppe Soldaten, die uns hier aushelfen. Ich habe eben echt gedacht, das ist vorbei. Aber das haben wir richtig gut hinbekommen. Wow. Two-handed. Was können wir two-handed? Better handling? Against. Ja, better handling, ne? During the formation you are leading have their two-handed skill increased. Und dann hier infantry troops formation you are leading have their damage increased by against shields. Wir nehmen das da. Und athletics. Increase your movement speed. Increase your maximum hit point by 5. Movement speed. Ja, nice. Wir müssten aber nur mal ein paar Leute holen. Oh, wir können 48 Leute jetzt mitnehmen? Durch unsere Schlachten jetzt? Krass. Okay. Nice. Wohin werden wir uns mal entwickeln? Ozwon? Oder Folksman? Was haben die denn? Die haben einen Rumphalia und Throwing Axes. Der Wildling hat ein Schwertschild, Spear und Javelin. Spear, Large Shield, Sword. Boah, ich weiß nicht, was besser ist. Ich glaube, der Skirmisher ist mir lieber, ne? Was hat denn der fürs... Was hat denn der für... Two-Handed... Two-Handed... Riding... Gut, Riding ist mir egal. One-Handed... One-Handed... Polearm ist eher besser. Throwing ist eher besser. Athletics ist eher besser. Ja gut, dann wird's der Oldsworn. Okay, gut zu wissen. Also gehen wir den ganzen linken Tree durch. Ich würde aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao! We'll be right back.